Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Nein, noch nicht ganz. Aber da ich mir für die Weihnachtsausgabe etwas ganz Besonderes ausgedacht habe, bringe ich euch heute schon einen der wohl schönsten Weihnachtsklassiker aller Zeiten. Er hat mich durch die Vorweihnachtszeit begleitet, solange ich denken kann, und hat auch 50 Jahre nach seiner Entstehung nichts von seinem Zauber verloren. Diesen Beitrag hatte ich eigentlich schon Anfang November ausgelost, aber ich dachte mir, den packe ich in den Dezember. Denn Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ist für mich einfach ein Weihnachtsfilm. Wenn ihr also wissen wollt, was ich nach 50 Jahren noch über diesen Klassiker herausgefunden habe, dann schnappt euch einen Glühwein und macht es euch bequem. Willkommen beim Fetten Loser im Exil. Ich bin der fette Loser im Exil. Und heute habe ich euch einen Weihnachtsklassiker mitgebracht, der in diesem Jahr sein 50. Jubiläum feiert und damit auch bislang der älteste Beitrag in meiner Sendung ist. Aschenbrödel sind nur noch der Schimmel Nikolaus, der Hund Kasperle und eine Schmuckschatulle geblieben, nachdem ihr Vater verstorben ist und ihre ätzende Stiefmutter sich den Gutshof unter den Nagel gerissen hat. Unter ihrer Herrschaft und der ihrer leiblichen Tochter Dora führt sie das entbehrungsreiche Leben einer einfachen Magd und ist täglich eine Reihe von Beleidigungen und Erniedrigungen seitens der beiden ausgesetzt. Eines Tages begegnet Aschenbrödel während eines Ausritts im Wald dem ansehnlichen Prinzen und seinen beiden Begleitern Camille und Vitek. Nachdem sie ihn daran gehindert hat, ein Reh zu schießen, verfolgen die drei das Mädchen, das ihnen jedoch letzten Endes mit Leichtigkeit entkommen kann. Eigentlich sollte der Prinz zusammen mit seinen Eltern das Land bereisen und sich den Bürgern vorstellen, denn das Königspaar sucht eine Gemahlin für ihren Sohn und kommt auf seinem Weg auch auf den Gutshof von Aschenbrödels garstiger Stiefmutter, die sich durch ihre Schmeicheleien eine Einladung zu dem Ball sichern kann, auf dem sich der Prinz eine Braut aus den Jungfrauen des Landes erwählen soll. Im Zuge der hastigen Vorbereitungen für den Ball schickt die Stiefmutter den Knecht Winzek in die Stadt, um Schmuck und prunkvolle Kleider für sie und ihre Tochter zu besorgen. Auf dem Heimweg fällt ihm ein kleiner Ast in den Schoß, an dem drei Haselnüsse hängen. Da Aschenbrödel ihm aufgetragen hatte, dass er ihr das erste mitbringen soll, das ihm auf seinem Weg vor die Nase kommt, übergibt er ihr schließlich den Haselnusszweig. Es stellt sich heraus, dass die Nüsse magisch sind und Wünsche erfüllen können. Aus der ersten Nuss erhält Aschenbrödel ein Jagdgewand, in das sie sich kleidet und auf dem anschließenden Ausritt erneut auf den Prinzen und seine Begleiter trifft, der sie jedoch in diesem Aufzug nicht wiedererkennt. Nachdem sie ihm ihre Schießkünste mit der Armbrust vorgeführt hat, erhält sie als Anerkennung einen Ring von ihm und verlässt erneut eilig die Szenerie, ohne dass der Prinz ihr folgen kann. Am Tage des Hofballs bittet Aschenbrödel ihre giftige Stiefmutter, mit auf den Ball kommen zu dürfen. Doch die schüttet jeweils einen Teller Linsen und Mais auf dem Fußboden aus und trägt dem Mädchen auf, diese bis zu ihrer Rückkehr zu sortieren. Zum Glück kommt ihr eine Schar Tauben zur Hilfe, die die Arbeit für sie erledigt, während Aschenbrödel ein Ballkleid aus der zweiten Nuss erhält. Auf dem Ball angekommen, versetzt ihre Erscheinung alle Anwesenden in Erstaunen, obwohl sie einen Gesichtsschleier trägt, durch den sie weder von ihrer Stiefmutter noch vom Prinzen selbst erkannt wird. Der Prinz, der nicht wirklich begeistert ist von dem, was das Land ihm so an Jungfrauen zu bieten hat, verliebt sich augenblicklich in sie und auf die Frage, ob sie ihn heiraten will, gibt sie ihm drei Rätsel auf, durch die sie sich ihm spielerisch zu erkennen geben will. Die Wangen sind mit Asche beschmutzt, aber der Schornsteinfeger ist es nicht. Ein Hütchen mit Federn, die Armbrust über der Schulter, aber ein Jäger ist es nicht. Ein silbergewirktes Kleid mit Schleppe zum Ball, aber eine Prinzessin ist es nicht. Als der Prinz die Rätsel nicht lösen kann, verlässt das Mädchen den Ball eilig, wobei sie jedoch auf der Schlosstreppe ihren rechten Schuh verliert. Dieses Mal gelingt es dem Prinzen, ihr bis zum Hof der Stiefmutter zu folgen, und dort lässt er alle anwesenden Frauen den Schuh anprobieren, doch niemandem passt er. Als er fragt, ob es auf dem Gut noch weitere Damen gibt, erwähnt der Knecht Winzek das Aschenbrödel, das jedoch nicht auffindbar ist. Diese Gelegenheit nutzt die olle Stiefmutter, um ihre Tochter als das Mädchen von dem Ball auszugeben. Der Plan geht aber nicht auf, denn aus der dritten Nuss hat Aschenbrödel ein Brautkleid bekommen, in dem sie sich dem Prinzen zeigt. Als auch der Schuh perfekt passt, fällt es dem Prinzen wie Schuppen von den Augen und er kann nun ihre Rätsel lösen und sie auf sein Schloss mitnehmen.
Als ich mir den Film zur Recherche für meinen Beitrag nach Jahren wieder angesehen habe, musste ich feststellen, dass man ihn sich auch als Erwachsener ganz wunderbar ansehen kann. Naja, die Vorlage ist ja immerhin auch schon 200 Jahre alt. Die Geschichte von Drei Nüsse für Aschenbrödel setzt sich im Grunde aus zwei Versionen des Märchens Aschenputtel zusammen. Zum einen enthält es Fragmente der bei uns bekannten Version, welche die Gebrüder Grimm im Jahre 1819 niederschrieben. Doch darüber hinaus beinhaltet es auch noch Teile des Märchens Opopelce der tschechischen Schriftstellerin Božena Němcová, das zwischen 1842 und 1845 entstand und auf Deutsch so viel wie über Aschenputtel heißt. Und so entstand auch der Film 1973 als deutsch-tschechische Koproduktion. Kaum zu glauben, welche Probleme die Macher zu bewältigen hatten, um ihn auf die Leinwand zu bekommen. Der Autor František Pavlíček schrieb das Drehbuch unter Pseudonym, da seine Werke aufgrund seiner politischen Haltung während des Prager Frühlings seit 1970 verboten waren und er nicht mehr publizieren durfte. An seiner Stelle wird im Film die Dramaturgin Bohumila Zelenková als Autorin genannt. Auf Drängen der DEFA musste die Handlung jedoch vom Sommer auf den Winter umgeschrieben werden, da deren Mitarbeiter für den Sommer bereits verplant waren. Und dieser Winter war teilweise mit Temperaturen um die minus 17 Grad ein ziemlich kalter Vertreter seiner Zunft. Andererseits gab es in jenem Winter kaum Schnee in und um Dresden herum, wo das Schloss Moritzburg steht, welches der Regisseur Václav Volíček aus über 20 Locations auswählte. Deshalb griff man für einige Szenen auf Kunstschnee zurück, der zum Teil aus Fischmehl hergestellt wurde und damit dem jeweiligen Drehort eine ganz eigene Duftnote verlieh. Doch noch vor Ende der Dreharbeiten setzte glücklicherweise endlich Schneefall ein, was vor allem für die Schlussszene ein wahrer Segen war. Und so lief der Film schließlich am 16. November 1973 in den Kinos der CSSR an. Allerdings wurde er vorher schon einmal aufgeführt. Und zwar am 26. Oktober 1973 vor dem Sozialistischen Jugendverband, einer Jugendorganisation der Tschechoslowakei, die von 1970 bis 1989 existierte. In der DDR kam er am 8. März 1974 in die Lichtspielhäuser und in Westdeutschland war der Kinostart am 19. Dezember desselben Jahres. Im TV wurde er zum ersten Mal ein Jahr später, und zwar am 26. Dezember 1975 aufgeführt und seitdem gehört er zum festen Weihnachtsprogramm nicht nur in Deutschland, sondern auch in Tschechien, der Slowakei, Norwegen, Österreich und der Schweiz. Tja, im Nachhinein war der Switch von Sommer auf Winter auch ein Segen für den Film, denn sonst wäre er wohl kaum so ein beliebter Weihnachtsklassiker geworden. Tja, damals konnte man das Wetter nicht mal eben so digital anpassen. Und auch die Tiere waren alle echt, was hier und da zu kleinen Problemen führte. Das begann schon bei den zahlreichen Reitszenen, denn weder der edle Prinz noch seine Begleiter konnten reiten, weshalb man für diese Szenen trotz eines absolvierten Grundkurses für die Darsteller meistens auf Doubles zurückgreifen musste. Lebuzhisha Frankova hatte es da wesentlich einfacher gehabt. Sie konnte reiten und musste nur in zwei Szenen von einer Stuntfrau gedoubelt werden. Allerdings brach während der Dreharbeiten die Maul- und Klauenseuche aus, weshalb die Pferde, die bereits an die entsprechenden Schauspieler gewöhnt waren, nicht aus der Tschechoslowakei in die damalige DDR transportiert werden durften. Und so mussten in einigen Szenen sozusagen auch die Pferde gedoubelt werden. Auch Aschenbrödels Eule wollte nicht ganz so, wie es im Drehbuch stand. Sie stammte aus dem Berliner Tierpark und war quasi untrainiert. In einer Szene sollte sie zwinkern, was absolut nicht zu bewerkstelligen war, bis der Regisseur auf die Idee kam, ihr mit einem Strohhalm von unten ein wenig in den Hintern zu pieksen. Das Ergebnis war mehr als zufriedenstellend. Ziemlich viele Doubles für einen Nicht-Hollywood-Film. Doch nicht nur die Darsteller und ihre Pferde wurden gedoubelt, auch die Locations waren nicht immer das, was sie zu sein schienen. So wurden die meisten Innenaufnahmen in den Ateliers von Babelsberg in Potsdam oder in der Filmstadt Barrandorf in Prag gedreht. Die Außenaufnahmen fanden hauptsächlich im Böhmerwald, um das Schloss Moritzburg herum und an der Wasserburg Schwiehoff bei Pilsen statt. Der Innenhof der Burg wurde für die Dreharbeiten stark verändert und ist heute nur schwer wiederzuerkennen. Anders sah es da beim Schloss Moritzburg bei Dresden aus. Das ist heute eine beliebte Touristenattraktion.
Auf der berühmten Treppe prangt seit einigen Jahren sogar eine Nachbildung von Aschenbrödels Schuh aus Bronze und sie gilt als beliebter Ort für Heiratsanträge. Seit 2009 findet im Schloss auch eine jährliche Winterausstellung zum Thema Drei Nüsse für Aschenbrödel statt. Dort sind auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern, die über 4 Stockwerke verteilt sind, auch zahlreiche Requisiten und Kostüme aus dem Film zu sehen. Der Original-Haselnussstrauch aus dem Film kann übrigens in einer Ausstellung des Filmmuseums Potsdam betrachtet werden. Ja, die Locations waren schon gut gewählt. Genau wie die Schauspielerriege übrigens, die sich aus tschechischen und deutschen Darstellern zusammensetzte. Allen voran wäre da das Aschenbrödel zu nennen, das von Libuše Jafránková verkörpert wurde. Auf sie kam der Regisseur Václav Worliček, nachdem er sich trotz 2000 Bewerberinnen für keine der Damen erwärmen konnte. Da fiel ihm ein junges Mädchen ein, das er Jahre zuvor in einem Fernsehfilm gesehen hatte und das zu jenem Zeitpunkt das richtige Alter für die Rolle hatte. Danach wirkte Jafránková in vielen weiteren TV-Produktionen mit, wie zum Beispiel in »Wie soll man Dr. Mráček ertränken?« oder »Das Ende der Wassermänner in Böhmen«, »Die kleine Meerjungfrau« und »Der dritte Prinz«, in dem sie wieder neben ihrem Prinzen Pavel Travnicek zu sehen war. Er fiel Worliček im Abschlussfilm eines Studenten der Filmakademie auf, für die er als Prüfer fungierte und harmonierte so perfekt mit Libuše Jafránková, dass man den beiden Figuren ihre Verliebtheit absolut abkaufte. Allerdings musste Travnicek in der tschechischen Version von einem anderen Schauspieler synchronisiert werden, da er einen ziemlich starken Akzent aufwies. Wie seine Kollegin Jafránková war auch Travnicek viele Jahre lang hauptsächlich auf Märchenfilme festgelegt. 1997 gründete er in Prag ein Theater, in dem er bis heute als Intendant und Schauspieler tätig ist. Von den deutschen Darstellern ist vor allem Rolf Hoppe zu nennen, der die Rolle des Königs übernahm. Dabei fokussierte er sich nicht darauf, einen König zu spielen, sondern vor allem einen Vater. Er durfte sich seine Filmgattin selbst aussuchen, weshalb er direkt auf Karin Lesch kam, die nach diesem Film nur noch in Theaterrollen zu sehen war. Hoppe war in mehr als 400 Filmen zu sehen, unter anderem in Stonk, Comedian Harmonists und Alles auf Zucker. Im TV konnte man ihn ab Mitte der 90er in mehreren Tatortfolgen, auf dem Traumschiff oder in Der Bulle von Tölz bewundern. Und dann sollten wir noch den tschechischen Schauspieler Wladimír Menšík erwähnen. Sein Gesicht kennen wir aus unzähligen tschechischen TV-Produktionen, wie zum Beispiel Das Mädchen auf dem Besenstiel, Wie soll man Dr. Mráček ertränken, Pantau, Die Märchenbraut oder Der fliegende Ferdinand, um nur einige wenige zu nennen. Denn mit rund 250 Film- und Fernsehproduktionen gilt er bis heute als einer der produktivsten tschechischen Schauspieler überhaupt. Doch über all diese wunderbaren Schauspieler sollte man nicht den Regisseur Václav Worliček vergessen, der uns Kindern der 70er und 80er viele unvergessliche Stunden beschert hat, mit Produktionen wie Das Mädchen auf dem Besenstiel, Wie soll man Dr. Mráček ertränken, Wie man Don Röschen wachküsst, Die Märchenbraut, Der fliegende Ferdinand und Die Rückkehr der Märchenbraut. Ich weiß, ich rede sonst selten bis nie über die Musik in den Filmen und Serien, die ich bespreche, aber diesmal tue ich's. Die ikonische Filmmusik stammt von dem Komponisten Karel Svoboda und ist für mich einer der besten Soundtracks überhaupt. Sie wurde damals vom Symphonieorchester Prag gespielt und gesungen von Karel Gott. Tja, während in der deutschen Fassung nämlich nur die Instrumentalversion des Soundtracks zu hören ist, hört man im tschechischen Original tatsächlich Karel Gott singen. Svoboda und Gott arbeiteten viele Jahre eng zusammen, sodass Svoboda am Ende ganze 96 Titel für den Sänger geschrieben hatte, von denen rund ein Drittel, laut Gott, Hits gewesen sein sollen. Doch auch fürs Fernsehen hatte Karel Svoboda viele uns wohlbekannte Melodien geschrieben. So komponierte er unter anderem die Soundtracks zu Serien wie Vicky und die starken Männer, Die Biene Maya, Pinocchio, Nils Holgersson, Die Besucher, Unterwegs nach Atlantis oder Tao Tao. Also mir gefällt die Karel Gott-Version viel besser als die von Ella Endlich. Wisst ihr was? Nein? Aber gleich. Der Schneeball, mit dem Aschenbrödel den Prinzen bei ihrer ersten Begegnung trifft, wurde in Wirklichkeit vom Regisseur selbst geworfen, da Libuše Jafránková es nicht so hatte mit dem Zielen. Im Februar 2014 wurde aus der Winterausstellung im Schloss Moritzburg eine Kopie von Aschenbrödels Ballkleid gestohlen.
Allerdings plagte die Diebe wohl ihr schlechtes Gewissen, weshalb sie es bereits im Mai desselben Jahres wieder zurückschickten. Der Fall ist mittlerweile aufgeklärt. Carola Braunbock, die die böse Stiefmutter spielte, sprach perfekt Tschechisch, was sie jedoch während der Produktion für sich behielt und so sämtliche Gespräche und Bemerkungen ganz genau verstand, was die Crew erst im Anschluss an die Dreharbeiten erfuhr. Die DVD zum Film verkaufte sich 2015 ganze 700.000 Mal in Deutschland und bekam dafür 14 Mal Platin. Zum 50. Jubiläum wird dieser Film bis zum 6. Januar insgesamt 17 Mal im deutschen Fernsehen gelaufen sein. Und wem das noch nicht reicht, der kann ihn auch auf Netflix oder Amazon streamen. Oder auf DVD gucken. Oder auf Blu-ray. Oder was auch immer. Ja, das war's schon wieder von mir. Ich bin raus, ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit, umgebt euch mit lieben Menschen, die euch gut tun, und denkt dran, den nächsten Beitrag gibt's am Freitag.